Wie funktioniert ein Quantencomputer? Dies ist Teil 4 einer einführenden Videoserie zur Quanteninformatik. Zum Glück haben Sie die ersten drei Teile gesehen und ich kann jetzt ohne viel Aufhebens einfach loslegen. Sollten Sie doch aus Versehen direkt hier eingestiegen sein, es gibt eine Playlist, in der alle bisher veröffentlichten Videos zu diesem Thema in der richtigen Reihenfolge zu finden sind. Ein Link dazu sollte es in der Videobeschreibung geben. Nachdem wir mit echtem Zufall und Teleportation zwei Dinge gesehen haben, die zwar interessant und beeindruckend sind, aber vergleichsweise wenig mit dem zu tun haben, was herkömmliche Digitalcomputer machen, wird es in der zweiten Hälfte dieser Serie in erster Linie um den Vergleich klassischer Algorithmen mit Quantenalgorithmen gehen. Lohnt es sich überhaupt, so viel Arbeit in die Entwicklung von Quantencomputern zu stecken, die in der Theorie schon 1980 von Physikern und Mathematikern wie Benioff, Manin und Feynman vorgeschlagen wurden, 40 Jahre später aber offenbar immer noch weit davon entfernt sind, im größeren Maßstab praktisch einsetzbar zu sein? Wir werden Beispiele dafür sehen, in welchen Bereichen Quantencomputer Digitalcomputern überlegen sind. Einige Dinge, die wir erfahren, werden aber vielleicht auch etwas ernüchternd sein. Zuerst brauchen wir weitere Gatter. Wir schauen uns als Motivation noch einmal das CNOT-Gatter an, das wir hier zusammen mit seiner Transformationsmatrix sehen. Aus der Matrix können wir die Abbildungsvorschrift für die Elemente der Rechenbasis ablesen, die man rechts sieht. Die habe ich nun noch einmal explizit in der Form von Tensorprodukten hingeschrieben. Außerdem habe ich bei den Funktionswerten den rechten Zustand hervorgehoben. Können Sie erkennen, wie dieser von den Argumenten abhängt? Worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieser Wert die klassische XOR-Verknüpfung der beiden Eingangszustände ist. So wie es jetzt rechts unten steht, werden wir das ab und zu aufschreiben, weil es für Umformungen praktischer ist. Wir wissen zwar, dass sich nicht jeder Zustand als Tensorprodukt von einfacheren Zuständen darstellen lässt, aber für die Basiszustände ist das der Fall und damit ist die Transformation, die ja eine lineare Abbildung sein muss, durch so eine Darstellung eindeutig beschrieben. Solche algebraischen Darstellungen werden wir in Zukunft öfter benutzen und es wird implizit immer bedeuten, dass die gezeigten Darstellungen eventuell nur das Verhalten für die Rechenbasis beschreiben. Konkret heißt das hier zum Beispiel, dass x und y nur die Werte 0 und 1 annehmen können. Für andere Werte würde die Verknüpfung XOR ja auch keinen Sinn ergeben. Die Sie übrigens nicht mit dem Tensorprodukt verwechseln sollten, die beiden Zeichen sehen ja recht ähnlich aus. Die Verwechslungsgefahr sinkt, wenn man die in der Literatur üblichen Abkürzungen verwendet. Das Zeichen für das Tensorprodukt fällt oft weg. Das macht man in der Mathematik ganz allgemein gerne mit Produktzeichen. Und manchmal schreibt man auch die Zustände, eventuell durch Kommata getrennt, gemeinsam in ein Ket und meint damit ihr Tensorprodukt. Diese Schreibweise haben wir schon benutzt. An CNOT ist jedoch noch eine andere Sache interessant. Wir hatten bereits gesehen, dass die untere Hälfte der symbolischen Darstellung das Zeichen für das Pauli-X-Gatter ist, das man aus naheliegenden Gründen auch NOT nennt. Und in der CNOT-Matrix taucht diese Transformation, die nur auf ein Qubit wirkt, unten rechts auf. Man kann das so interpretieren, wie es jetzt rechts zu sehen ist. Das erklärt noch einmal die Bezeichnung Controlled NOT. Schaut man sich nur die Basiselemente an, die man als klassische Bits interpretieren kann, dann wird die Transformation X auf dem rechten Bit ausgeführt oder nicht, je nachdem, ob das linke Bit gesetzt ist oder nicht. Das linke Bit steuert, ob X angewendet wird. Diese Technik kann man auf jede Transformation U anwenden, die auf einzelnen Qubits möglich ist. Man kann also immer aus dem Gatter U das auf zwei Qubits wirkende Controlled U machen. Und das geht auch, wenn die zu steuernde Transformation mehrstellig ist. Auf dieser Folie steuern wir das bereits gesteuerte NOT-Gatter und erhalten damit ein Doppel-C, das CC-NOT-Gatter. Es wird manchmal auch nach dem italienischen Ingenieur Tommaso Toffoli benannt, der es 1981 vorgeschlagen hat. Ein weiterer Fall von nicht ganz richtiger Zuschreibung, weil der deutsche Mathematiker Karl Adam Petri diese Idee bereits 1967 veröffentlicht hatte, allerdings in deutscher Sprache und in einem Tagungsband, den wohl kaum jemand gelesen hat. Wie auch immer, dieses Gatter führt CNOT gesteuert durch das höchstwertige Bit aus und wir erhalten dadurch die rechts gezeigten Ergebnisse. In den oberen vier Zeilen werden die Basiszustände nicht geändert, in den unteren vier wird CNOT auf die beiden niedrigwertigen Bits angewandt. Das führt zu dieser Matrix, in der man wiederum die CNOT-Matrix von der letzten Folie als Untermatrix erkennen kann. Das Toffoli-Gatter ist aber noch aus einem anderen Grund interessant. Dafür sehen wir unten links eine ganz klassische Wahrheitstafel für drei Bits. In der vorletzten Spalte steht die logische UND-Verknüpfung der ersten beiden Bits und daneben ganz rechts die XOR-Verknüpfung der beiden Spalten davor. Was fällt Ihnen auf?
Richtig. Die letzte Spalte entspricht dem letzten Bit bei den Ergebnissen oben rechts. Das ist dort nun farbig markiert. Wir können das also wie beim C-Nord-Gatter als mathematische Definition des Toffoli-Gatters verwenden und damit rechnen. Und das werden wir auch gleich machen. Das Toffoli-Gatter ist nämlich insbesondere deshalb wichtig, weil es sich als universelles Logikgatter eignet. Wie ist das gemeint? Wenn wir für Ket-Z den klassischen Zustand Ket-1 einsetzen, dann ergibt sich die Negation der Konjunktion von Ket-X und Ket-Y, die man auch NAND für Not AND nennt. Wenn Sie schon einmal mit klassischen Schaltungen und boolscher Algebra zu tun hatten, dann wissen Sie, dass man alleine mit NAND-Gattern jede beliebige Funktion zusammenschalten kann. Darum kann man das offensichtlich auch mit Toffoli-Gattern machen, wenn man erstens ein paar Hilfsleitungen spendiert, auf denen Konstant 1 liegt, und wenn man zweitens nur mit den klassischen Zuständen Ket 0 und Ket 1 arbeitet. Wir schauen uns das in ein paar Minuten noch anhand eines größeren Beispiels an. Man könnte sich nun weitere Gatter aus mehreren Instanzen des NAND-Gatters zusammenbasteln, aber oft geht es auch einfacher direkt mit dem Toffoli-Gatter. Ich zeige das rechts ohne weitere Rechnung an den Beispielen Negation, für die wir allerdings schon ein einfacheres Gatter kennen, und Konjunktion. Vielleicht halten Sie das Video ja kurz an und überprüfen selbst, dass die Schaltungen das tun, was sie tun sollen. Ein typisches Merkmal solcher Konstruktionen sind die Hilfsqubits. Sie erinnern sich, dass Quantengatter immer gleich viele Ein- wie Ausgänge haben müssen, damit sie reversibel sind. Wir haben damit eine wichtige grundsätzliche Frage geklärt. Quantencomputer können zumindest all das machen, was auch herkömmliche Computer erledigen können. Hätten wir nur Quantencomputer zur Verfügung, dann könnten wir trotzdem beliebige klassische Schaltungen nachbauen. Aber stimmt das wirklich? Wenn Sie das vorherige Video gesehen haben, dann müsste Ihnen eine wichtige Zutat einfallen, die fehlt. Wir müssten in der Lage sein, Zustände zu kopieren, weil in klassischen Schaltungen ständig Verzweigungen vorkommen. Das letzte Video endete aber mit dem Beweis des sogenannten No-Cloning-Theorems, das besagt, dass es unmöglich ist, Zustände von Qubits auf andere Qubits zu kopieren. Wie löst man dieses Dilemma? Durch diese einfache Schaltung, die erneut das Toffoli-Gatter verwendet. Im Beweis des No-Cloning-Theorems haben wir gelernt, dass man immerhin zwei Zustände kopieren kann, wenn sie senkrecht aufeinander stehen. Für die klassischen Zustände Ket 0 und Ket 1 ist das der Fall und mit der hier gezeigten Technik kann man sie kopieren. Das klappt aber wirklich nur für die klassischen Zustände, wie wir uns eben nochmal schnell überlegen wollen. Oben rechts sehen wir den Eingang für diese Schaltung, wenn auf der oberen Leitung ein beliebiger Zustand der Form Alpha Ket 0 plus Beta Ket 1 liegt. Wenn das Kopieren gelingen würde, dann müssten wir als Ergebnis den rechts unten gezeigten Zustand des Registers erreichen. Rechnet man mittels der Toffoli-Matrix aber durch, was wirklich herauskommt, so sieht man, dass das nicht klappen kann. Genauer, der Koeffizient Alpha mal Beta unten muss verschwinden. Das geht nur, wenn Alpha oder Beta 0 sind. Und der jeweils andere Wert muss dann quadriert 1 ergeben, wofür es nur die Möglichkeiten 1 und minus 1 gibt. Dann und nur dann klappt es. Nebenbei bemerkt, hätte man sich auch mit einem C-Nord-Gatter einen Bitkopierer bauen können, sogar einfacher. Oder mit Hilfe der Gatter von der letzten Folie, allerdings mit mehr Aufwand. Vielleicht probieren Sie das ja mal aus. Auf jeden Fall können wir die Feststellung von vorhin nun beruhigt wiederholen. Quantencomputer können klassisch rechnen. Das heißt, sie können alles berechnen, was herkömmliche Computer auch berechnen können. Man kann sogar noch mehr zeigen. Quantencomputer können das effizient erledigen. Damit ist im Sinne der Komplexitätstheorie gemeint, dass die Quantenschaltkreise, die klassische Schaltkreise nachahmen, nicht wesentlich mehr Gatter brauchen. Ich will darauf an dieser Stelle nicht weiter eingehen, aber wenn Sie meine Videos zur theoretischen Informatik gesehen haben, dann wissen Sie, wie das zu verstehen ist. Es handelt sich ohnehin um ein theoretisches Problem, weil wohl niemand auf die Idee käme, mit Quantentechnologie unsere heutigen Computer nachzubauen. Dass man bestimmte klassische Schaltungen nachstellen kann, werden wir allerdings noch benötigen. Und zwar unter anderem für das heutige Hauptthema, die unstrukturierte Suche, wie sie in der Informatik genannt wird. Damit ist gemeint, dass man in einer Menge von Objekten ein bestimmtes sucht und dabei keinerlei Anhaltspunkte hat. Man kann lediglich systematisch alles anschauen, bis man gefunden hat, was man sucht. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass einige der jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer noch nie ein Telefonbuch in der Hand hatten, bringe das aber trotzdem als klassisches Beispiel. Wenn Sie den Namen einer Person haben, die Sie anrufen wollen, dann können Sie im Telefonbuch nachschauen, weil die Einträge alphabetisch sortiert sind. Das wäre eine strukturierte Suche und dafür gibt es diverse Algorithmen. Wenn Sie aber umgekehrt zu einer Telefonnummer den Teilnehmer finden wollen und nur das Telefonbuch zur Verfügung haben, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als so lange Einträge anzuschauen, bis Sie auf die Nummer stoßen.
Das ist eine unstrukturierte Suche. Wir schauen uns einen wichtigen Quantenalgorithmus für diese Art der Suche an. Dafür werden wir als erstes formalisieren, was mit unstrukturierter Suche genau gemeint sein soll. Wir stellen uns zu diesem Zweck das Telefonbuch als eine Vorrichtung vor, der man Fragen stellen kann. Die Frage ist ein Name und die Antwort ja, wenn es sich um den Namen handelt, der zu der Telefonnummer passt, die wir haben, und ansonsten nein. Sollte letzteres der Fall sein, dann müssen Sie wohl oder übel weiterfragen, bis das Telefonbuch hoffentlich irgendwann mal mit ja antwortet. Das Telefonbuch war natürlich nur ein Beispiel. Ganz allgemein nennt man so ein Ding, dem man Fragen stellen kann, in der Informatik Blackbox oder vornehmer Orakel. Sinnvollerweise stellen wir uns die Fragen als Bitmuster, also als Folgen von Nullen und Einsen vor und die Antworten als einzelne Bits, bei denen dann die 0 für Nein und die 1 für Ja steht. Wir wissen ja, dass wir mit Bits im Prinzip alles darstellen können, beispielsweise auch Telefonbucheinträge, und haben dadurch einen allgemeinen Rahmen, innerhalb dessen man unser Suchproblem behandeln kann. Wenn wir der Einfachheit halber davon ausgehen, dass die Bitmuster alle dieselbe Länge haben, dann ist das Orakel eine sogenannte boolesche Funktion. Und wir wollen uns jetzt überlegen, wie man so ein Orakel in einem Quantencomputer implementieren könnte. Zuerst noch einmal die Definition. Funktionen, die als Eingabe N-Tupel von Nullen und Einsen erhalten und jeweils eine 0 oder eine 1 zurückgeben, nennt man boolesche Funktionen. Benannt sind die nach dem Engländer George Boole, der im 19. Jahrhundert einer der Wegbereiter der mathematischen Logik war. Typischerweise interpretiert man die beiden Zahlen als die Werte wahr und falsch der Aussagenlogik. Da jede boolesche Funktion nur endlich viele mögliche Eingaben hat, kann man, zumindest theoretisch, die gesamte Funktion tabellarisch erfassen. Man spricht dann von einer Wahrheitstafel. Hier stehen in den ersten drei Spalten die in diesem Fall 2 hoch 3, also 8 möglichen Eingabewerte, und dahinter steht jeweils der Funktionswert. Setzt man in f also beispielsweise 010 ein, dritte Zeile, dann kommt 1 heraus. Es gibt diverse Verfahren, so eine Funktion als Schaltung zu realisieren. Vielleicht haben Sie schon einmal Begriffe wie konjunktive oder disjunktive Normalform gehört. Ansonsten finden Sie in meinem Kanal Videos darüber. Ich will das jetzt nicht ausführlich erklären, werde es aber anhand dieser kleinen Beispielfunktion einmal durchexerzieren. Ich habe die Eingaben für die Zeilen, in denen 1 herauskommt, jeweils als Konjunktionen, also als logische Und-Verknüpfungen aufgeschrieben. In der eben betrachteten dritten Zeile steht zum Beispiel, dass 1 herauskommt, wenn die Eingabewerte die Aussage nicht x1 und x2 und nicht x3 wahr machen. Und insgesamt kommt 1 heraus, wenn einer dieser 5 Fälle eintritt. Daher kann man die alle mit einem logischen Oder verknüpfen und erhält eine aussagenlogische Formel, die genau dann wahr ist, wenn die Variablen x1 bis x3 in f eingesetzt den Wert 1 liefern. Der Sinn der Sache ist, dass wir sowohl in der klassischen Logik als auch in der Quantenlogik, wie wir gerade gelernt haben, Bauteile haben, die so etwas wie und, nicht und oder darstellen können. Häufig kann man solche Ausdrücke allerdings noch stark vereinfachen. Das geht auch in diesem Fall und hier sehen Sie das Ergebnis. Bevor wir die Funktionen auf einem Quantencomputer umsetzen, zunächst die klassische Variante, die vielen Zuschauerinnen und Zuschauern vertraut sein wird. Sie könnte so aussehen. Links die drei Eingabewerte und dahinter kleine Gatter, die nacheinander nicht, zweimal und schließlich oder bewirken. Das ist seit Jahrzehnten Routine und in jedem Digitalcomputer stecken unzählige solcher Bauteile. Wir hatten im ersten Video schon darüber gesprochen. In der herkömmlichen Digitaltechnik sind wir in der komfortablen Situation, dass wir jede solche Schaltung, nachdem wir sie einmal aufgebaut haben, quasi verkapseln und als abgeschlossenen Baustein verkaufen können, den wir F nennen. Der hat in unserem Fall 3 Eingänge und einen Ausgang und er berechnet zuverlässig die Funktion F. Wie ist das in der Quantenwelt? Mit ein paar Hilfsqubits und Toffoli-Gattern kann man ebenfalls unsere Beispielfunktion F realisieren. Genau dafür haben wir uns ja das Toffoli-Gatter angeschaut. Wenn x1 bis x3 klassische Zustände sind, dann wird sich unten rechts ebenfalls ein klassischer Zustand ergeben und der wird fx sein. Nebenbei sieht man, dass wir unser Kopiergatter gar nicht brauchen, obwohl es in der klassischen Schaltung eine Verzweigung gab. Für uns ist die Frage interessant, ob wir uns analog zum klassischen Fall auch diese Schaltung als einen Baustein vorstellen können, der die Funktion f umsetzt. So wie hier kann das jedenfalls nicht aussehen, denn Quantengatter müssen ja immer unitäre Abbildungen realisieren. Das würde auf dieser Folie schon an der ungleichen Anzahl von Ein- und Ausgängen scheitern. So würde es im Prinzip gehen, das ist eine unitäre Transformation, aber es ist unübersichtlich und enthält zu viel Informationen, die wir nicht brauchen. Außerdem würden wir für jede boolesche Funktion andere Ein- und Ausgänge haben, die man jeweils erklären müsste. Gibt es einen besseren Weg?
Den gibt es in der Tat und er lässt sich für jede boolesche Funktion realisieren. Wir fügen noch einen Qubit hinzu und verknüpfen es per CNOT mit dem Funktionswert f von x. Außerdem setzen wir die Eingabewerte, die zwischendurch eventuell negiert wurden, wieder zurück, in diesem Fall x2. Das verkapseln wir nun. Und dann lassen wir die Hilfsqubits in der Darstellung weg. Sie werden zwar in der technischen Umsetzung nach wie vor benötigt und würden damit quasi im Datenblatt unseres neuen Gatters auftauchen, aber für die Erklärung der Funktionsweise der Transformation sind sie entbehrlich. Wir können für jede Bullshit-Funktion f eine technisch machbare unitäre Transformation uf hinbekommen, die als Eingabe die n Qubits x1 bis xn für f sowie ein weiteres Qubit y bekommt und die als Ausgabe die xi zurückgibt, zusammen mit der XOR-Verknüpfung von y und f von x. In der Praxis würde man aus Gründen, die uns nicht bekümmern müssen, die nicht benötigten Hilfsqubits wieder auf ihren Anfangszustand zurücksetzen. Das nennt man Uncomputation und es sieht in unserem Beispiel so wie hier aus. Es ändert aber nichts an den relevanten Ein- und Ausgängen. Für so eine Schaltung werden wir in Zukunft UF schreiben. Oft werden wir sie aber so wie hier darstellen, weil dadurch deutlicher wird, wo die Argumente der Funktion anliegen und auf welcher Leitung der Ausgabewert. Auf die Hilfsqubits werden wir jedenfalls in solchen Diagrammen verzichten. Das können wir uns deshalb erlauben, weil die Transformation auch ohne diese unitär ist. Und dass sie das ist, kann man sich leicht überlegen. Ich zeige den Anfang der Überlegung am Beispiel einer zweistelligen boolschen Funktion f. Inklusive y, aber abgesehen von Hilfsqubits, sind an der Transformation insgesamt 3 Qubits beteiligt, also wird sich eine 8x8 Matrix ergeben. Wie sieht die aus? F von 0,0 kann den Wert 0 haben. Ist y 0, dann führt die Transformation durch das XOR insgesamt auf 0, also wird 0, 0, 0 auf 0, 0, 0 abgebildet, der erste Basisvektor auf sich selbst. In der Matrix muss die erste Spalte daher so aussehen wie hier. Und entsprechend ergibt sich die zweite Spalte. Y ist hier 1 und darum ergibt sich bei XOR auch 1. Die andere Alternative ist, dass f von 0, 0 den Wert 1 hat. Dann kehren sich die Ergebnisse bei der XOR-Verknüpfung um und wir erhalten die beiden Matrixspalten, die wir rechts sehen. Beiden Matrizen gemeinsam ist, dass oben links eine 2x2 Permutationsmatrix steht und dass sich darunter nur Nullen befinden. Und wenn Sie so weitermachen, den Rest überlasse ich Ihnen, dann stellen Sie fest, dass es so weitergeht. Auf der Diagonalen stehen lauter 2x2 Matrizen, für die es nur die beiden Möglichkeiten gibt, die wir hier sehen. Alle anderen Matrix-Einträge verschwinden. Insgesamt gibt es 16 zweistellige boolesche Funktionen und dazu 16 Matrizen. Die sind aber alle ganz einfache Permutationsmatrizen und damit unitär. Und auch im allgemeinen Fall von n-stelligen boolschen Funktionen ändert sich daran nichts. Wir halten fest, dass es zu jeder boolschen Funktion f ein Quantenorakel uf gibt, das auf n plus 1 Qubits operiert, die n-Argumente von f unverändert durchlässt und das y-XOR f von x berechnet. Entsprechend den im zweiten Video formulierten technischen Anforderungen kann so ein Orakel immer mit Gattern realisiert werden, an denen maximal 3 Qubits aktiv beteiligt sind. Dafür sorgt das vielseitig einsetzbare Toffoli-Gatter. Nebenbei bemerkt, kann man in jedem Quantenschaltkreis alle Toffoli-Gatter durch Schaltungen ersetzen, in denen nur Gatter mit 2 Ein- und Ausgängen vorkommen. Das zeige ich jedoch nicht. Sie finden es bei Interesse auf Wikipedia. Auf jeden Fall sieht das wesentlich komplizierter aus und ist höchstens für die technische Umsetzung relevant. Aber auch richtige Toffoli-Gatter mit 3 Ein- und Ausgängen wurden im Labor bereits erfolgreich realisiert. Und wie gesagt, ist das alles ausgehend von einer klassischen Schaltung, die f implementiert, mit vertretbarem Aufwand zu machen. Die Komplexität der Quantenschaltung hängt nur linear von der klassischen Schaltung ab. Bevor wir uns wieder der unstrukturierten Suche zuwenden, schauen wir uns zunächst einen auf den ersten Blick ganz harmlosen Algorithmus an, der mit einem Quantenorakel arbeitet. Es geht dabei um das sogenannte Problem von Deutsch, das nach dem israelisch-britischen Physiker David Deutsch benannt ist, einem der Pioniere der Quanteninformatik. Der Algorithmus, für den es zugegebenermaßen keine praktische Anwendung gibt, wird Sie vielleicht nicht sehr beeindrucken, aber er ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens war es der erste überhaupt veröffentlichte Algorithmus, der demonstrierte, dass mit Quantencomputern Dinge möglich sind, die klassische Computer nicht leisten können. Er stammt aus dem Jahr 1985 und zeigt damit, dass die Theorie der Praxis meilenweit voraus war. Zweitens war dieser Algorithmus die Inspiration für die beiden großen Algorithmen, um die es in diesem Video und im nächsten gehen wird. Man kann an ihm bereits eine grundlegende Idee studieren, der wir später erneut begegnen werden. Die klassische Erklärung für das Problem von Deutsch ist eine Münze, die vielleicht von einem Trickbetrüger gefälscht wurde. Normale Münzen haben zwei Seiten, Kopf und Zahl.
Es könnte aber sein, dass wir es mit einer Münze zu tun haben, bei der auf beiden Seiten Kopf oder auf beiden Seiten Zahl zu sehen ist. Wenn wir überprüfen wollen, ob wir es mit einer gefälschten oder einer normalen Münze zu tun haben, müssen wir uns beide Seiten anschauen. Deutsch hat gezeigt, dass ein Quantencomputer die Münze nur einmal anschauen muss, dass er also quasi beide Seiten gleichzeitig sehen kann. Formal betrachten wir eine einstellige boolesche Funktion f. Es gibt vier solche Funktionen, die alle hier zu sehen sind. In beiden oberen Fällen kommt als Funktionswert entweder immer 0 oder immer 1 heraus. Sie entsprechen den gefälschten Münzen, die nur eine Seite haben. Die Funktion unten links gibt einfach ihr Argument zurück, ist also die Identität. Die Funktion rechts ist die logische Negation. Beide entsprechen einer normalen Münze mit zwei verschiedenen Seiten. Die beiden oberen Funktionen nennt man konstant, die beiden unteren balanciert. Das Problem von Deutsch in diesen Rahmen übersetzt besteht darin, dass Ihnen eine einstellige boolesche Funktion f als Orakel geliefert wird und Sie herausfinden sollen, ob sie konstant oder balanciert ist. Denken Sie darüber mal einen Moment nach und Sie werden feststellen, dass man mit klassischen Mitteln nicht umhin kommt, das Orakel zweimal zu befragen, nämlich nach beiden Funktionswerten. Wenn Sie nur f0 kennen, können beide Möglichkeiten zutreffen, wenn Sie nur f1 kennen, können auch beide Fälle eintreten. Auf einem Quantencomputer kommt man mit der Idee von Deutsch hingegen mit einem Zugriff auf das Orakel aus. Dessen Schaltsymbol sehen wir hier. Wie gesagt, ist das so gemeint, dass der Wert auf der oberen Leitung sich nicht ändert. Das wäre das Funktionsargument, das wir x genannt hatten. Auf der unteren Leitung liegt dann y an und das Gatter gibt y xor f von x aus. Der komplette Algorithmus sieht als Schaltung so aus. Am Anfang werden die beiden klassischen Zustände ket 0 und ket 1 eingestellt. Dann wird auf jedes Qubit die Hadamard-Transformation angewandt. Anschließend wird das Orakel befragt und danach kommt erneut die Hadamard-Transformation. Zum Schluss wird das obere Qubit gemessen. Ist das Ergebnis Ket 1, dann ist die Funktion f balanciert, ansonsten konstant. Wie und wieso das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Vorher noch zwei kurze Anmerkungen zu den Hadamard-Transformationen. Wie Sie sich wohl schon gedacht haben, lassen sich die beiden parallel auf je ein Qubit angewandten Transformationen als Kronecker-Produkt einer einfachen Hadamard-Transformation mit sich selbst darstellen. Es würde allerdings auch keinen Unterschied machen, wenn man beide nacheinander ausführen würde. Dabei spielt auch die Reihenfolge keine Rolle. Das können Sie ganz einfach selbst nachrechnen. Außerdem sei noch darauf hingewiesen, dass die zweite Hadamard-Transformation auf dem unteren Qubit eigentlich sinnlos ist, weil wir nur das obere messen. Ich habe sie nur aus didaktischen Gründen aufgeführt, weil der Vorgang dadurch symmetrisch wird. Schieben wir den Schaltplan nach unten in die Ecke und gehen Schritt für Schritt durch den Algorithmus. Die Darstellung eines Quantenregisters mit zwei Qubits erfordert in unserer üblichen Notation vier Kreise. Am Anfang wird der Zustand Ket 0, 1 eingestellt. Ich habe unter die Kreise auch die Amplituden geschrieben. Für das Gelingen des Algorithmus ist das nicht relevant, aber es wird vielleicht beim Verständnis etwas helfen. Die Hadamard-Transformation bewirkt, dass alle vier Amplituden den Betrag 1/2 haben und sich nur durch die Vorzeichen unterscheiden. Würden wir jetzt das ganze Register messen, dann hätten alle vier Zustände dieselbe Wahrscheinlichkeit. Jetzt kommt das Orakel dran. Unten links habe ich noch einmal die vier möglichen Fälle aufgeführt, sortiert nach konstant und balanciert. Dazu jeweils die Matrix, die das Verhalten des Orakels beschreibt. Mit deren Hilfe können Sie die gezeigten Transformationen selbst nachrechnen, wenn Sie wollen. Da es vier Möglichkeiten gibt, müssen wir vier Fälle unterscheiden, die hier aufgeführt sind. Nun sieht man auch, warum die Amplituden dort stehen. Es ergeben sich vier verschiedene Zustände, von denen aber je zwei physikalisch nicht auseinanderzuhalten sind, weil sie sich nur in der absoluten Phase unterscheiden. Zu diesem Zeitpunkt sehen wir in der Theorie zwar, dass konstant und balanciert zu verschiedenen Zuständen führen, aber wir können sie noch nicht erkennen. Würden wir jetzt messen, so wäre die Situation wie im Schritt vorher. Das Orakel hat nur die relativen Phasen geändert. Führen wir die Hadamard-Transformation jedoch erneut aus, dann erhalten wir eine klare Gewichtung der Amplituden. Es sind überhaupt nur noch die Ergebnisse Ket 0,1 und Ket 1,1 möglich. Wenn wir das höherwertige Qubit messen, bekommen wir also eine eindeutige Antwort darauf, mit was für einem Typ Funktion wir es zu tun haben, und mussten dafür nur einmal das Orakel befragen. Da die Hadamard-Transformation so wichtig ist und sie uns weiterhin begleiten wird, schauen wir uns den entsprechenden Teil des Deutsch-Algorithmus noch etwas genauer an. Hier sehen wir erneut den klassischen Ausgangszustand und den Effekt der ersten Transformation. Zum Vergleich daneben, was bei anderen klassischen Zuständen passieren würde. Die Hadamard-Transformation wird in so einem Fall immer dazu führen, dass alle klassischen Zustände dieselbe Wahrscheinlichkeit bekommen. Unterschiede gibt es nur in den relativen Phasen. Schon im ersten Video hatten wir erfahren, dass die Hadamard-Transformation zu sich selbst invers ist. Führen wir sie erneut aus, landen wir wieder im Ausgangszustand.
Das gilt ebenfalls für die doppelte Hadamard-Transformation, die gerade vorgeführt wird. Und alles, was wir hier sehen, gilt auch für parallele Hadamard-Transformationen auf noch mehr als 2 Qubits. Was ist nun im Algorithmus von Deutsch passiert? Die Ausgangslage ist grau hinterlegt. Dies ist der Stand vor der Befragung des Orakels. Handelt es sich bei der gesuchten Funktion um die, die konstant auf 0 abbildet, so ändert sich im nächsten Schritt gar nichts. Ist es die andere konstante Funktion, dann werden von der die jeweils benachbarten Amplituden vertauscht. Das bewirkt im Gesamteffekt aber eine Änderung, die physikalisch nicht festzustellen ist. Bei beiden konstanten Funktionen bleiben wir also da, wo wir waren. Darum ist die anschließende Hadamard-Transformation faktisch eine Rücknahme der ersten und wir sind wieder im Ausgangszustand. Bei der Negation werden hingegen nur die beiden vorderen Amplituden vertauscht und bei der Identität nur die beiden hinteren. In beiden Fällen ergibt sich dieselbe relative Phasenänderung und wir landen im Zustand ganz rechts. Die anschließende Hadamard-Transformation wirkt dann logischerweise so, wie wir es hier sehen. Das erklärt hoffentlich noch einmal deutlicher, warum sich auf der vorherigen Folie welcher Zustand ergeben hat. Entscheidend ist, dass und wie sich die Anwendung des Orakels auf die Phase auswirkt, denn die Beträge der Amplituden ändern sich nicht. Manchmal ist eine algebraische Umformung aufschlussreicher als die schönste Visualisierung. Darum will ich die wesentlichen Schritte von eben noch einmal vorrechnen. Dafür zunächst eine ganz simple Umformung. Wir berechnen Ket 0 minus Ket 1 Xor 0 und Ket 1 minus Ket 1 Xor 1 und kommen bis auf das Vorzeichen in beiden Fällen auf dasselbe Ergebnis. Diese beiden Zahlen lassen sich ganz unscheinbar zu einer zusammenfassen, indem man x für 0 bzw. 1 schreibt und die Vorzeicheninformation als minus 1 hoch x vor den Ausdruck zieht. Das werden wir gleich verwenden. Wie angekündigt jetzt erneut die ersten Schritte des Algorithmus von Deutsch. Wir beginnen mit dem Zustand Ket 01 und wenden die Hadamard-Transformation an, die allen vier klassischen Zuständen des Registers dieselbe Wahrscheinlichkeit zuordnet. Allerdings mit wechselnden Vorzeichen. Ich habe daneben noch einmal denselben Ausdruck geschrieben und dort gleich die Tensorprodukte auseinandergezogen. Weil wir nämlich im nächsten Schritt das Orakel UF anwenden und so besser ablesen können, was passiert. Da UF als unitäre Transformation insbesondere eine lineare Abbildung ist, wirkt sie natürlich auf jeden der vier Summanden einzeln. Wir bekommen als Ergebnis jeweils den ersten Zustand zurück und im zweiten Qubit die XOR-Verknüpfung des ersten Zustands mit dem Funktionswert des zweiten Zustands. Die XOR-Verknüpfung mit 0 bewirkt gar nichts, also wurde die in dieser Zeile weggelassen. Und nun klammern wir die gemeinsamen Faktoren aus. Hier wenden wir wieder die Distributivität des Tensorproduktes von Vektoren an. Jetzt können wir die kleine Umformung von oben anwenden, wobei wir für x einmal f von 0 und einmal f von 1 einsetzen. Schließlich klammern wir erneut aus. Der hintere Faktor wurde farblich etwas ausgedünnt. Er spielt nun keine Rolle mehr, weil er unabhängig von f immer gleich ist. Vorne kann man hingegen nun klar und deutlich sehen, dass die beiden Terme dasselbe Vorzeichen haben, wenn f konstant ist und unterschiedliche, wenn f balanciert ist. Der Algorithmus ist damit noch nicht beendet, aber ich höre an dieser Stelle auf, weil das die wesentliche Information ist. Darum wird das auch noch einmal hervorgehoben. Wir haben den Funktionswert ins Vorzeichen bzw. in die Phase verschoben. Erinnern Sie sich an das Phänomen des Phase-Kickback, das wir im dritten Teil beobachtet haben? Auf der scheinbar unbeteiligten Steuerleitung passiert etwas. Das ist eine grundlegende Technik in vielen Quantenalgorithmen. Und das werden wir auch mit dem Orakel UF machen. Zuerst noch einmal zur Erinnerung, die überlagerten Zustände, die man durch Anwendung der Hadamard-Transformation auf Ket 0 bzw. Ket 1 enthält, nennt man auch Ket Plus und Ket Minus. Bei beiden haben beide klassischen Zustände dieselbe Wahrscheinlichkeit, aber die relativen Phasen unterscheiden sich. Wir wollen nun eine endstellige Boolesche Funktion f in Form des Quantenorakels UF auf das n-Tupel x1 bis xn und das Qubit Ket Minus anwenden. Dafür schreiben wir Ket minus wieder ausführlich hin und kürzen den Rest zu Ket x ab. Jetzt kommt eine Rechnung, die der von der letzten Folie sehr ähnelt. Hier wurde ausmultipliziert, dann wird auf beiden Seiten das Orakel angewendet, der eine Term vereinfacht sich durch die Null, es wird wieder ausgeklammert und schließlich kommt die Umformung von der letzten Folie. Wenn wir nun wieder Ket minus schreiben, dann sehen wir, dass wir fast wieder den Ausgangswert haben. Es hat sich lediglich das Vorzeichen geändert. Wir haben also erneut den Funktionswert in die Phase verlagert, oder? Ich halte es für legitim, sich an dieser Stelle zu fragen, was das überhaupt bringen soll. Ich habe mir dieselbe Frage jedenfalls beim Kennenlernen dieser Transformation gestellt. Hatten wir nicht schon im ersten Video gelernt, dass die Multiplikation mit dem Faktor minus 1 hoch f von x physikalisch gar nicht zu erkennen ist?
Die beiden blau hervorgehobenen Terme sind also faktisch gleich. Das ist zwar richtig, aber denken Sie daran, dass diese algebraischen Gleichungen nur für die klassischen Basiszustände gelten. In überlagerten Zuständen wird sich das, was wir hier sehen, in Phasenunterschieden innerhalb des Registers äußern. Und die kann man ausnutzen. Vorher noch kurz die Darstellung dieses alternativen Orakels als Schaltung inklusive Uncomputation. Das betrachten wir wieder als einen abgeschlossenen Baustein. Wir können das Hilfs-Qubit ignorieren, denn der Rest ist für sich genommen eine unitäre Transformation. Das ist in diesem Fall total banal, weil die zugehörige Matrix nichts weiter ist als die Einheitsmatrix, bei der vor einigen Einsen ein Minus steht. Diese Transformation werden wir Vf nennen. Die Formulierung der unstrukturierten Suche für Quantencomputer lautet nun, dass wir so einen Baustein Vf als Black Box bekommen und f nicht kennen. Wir wissen, dass die Bullshit-Funktion f nur für ein einziges Argument x den Funktionswert 1 hat, aber wir kennen dieses x nicht und sollen es finden. Die Grundvoraussetzung bei solchen Suchproblemen ist immer, dass ein Aufruf des Orakels gegebenenfalls teuer ist und man es daher möglichst selten befragen will. Vergegenwärtigen Sie sich zunächst, wie man das auf einem klassischen Computer machen würde. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als so lange zu fragen, bis die Antwort 1 ist. Im schlimmsten Fall sind das 2 hoch n minus 1 Fragen, wenn Sie das Pech haben, erst ganz am Ende das richtige x auszuwählen. Im Durchschnitt werden Sie halb so viele Versuche, also 2 hoch n minus 1 brauchen. Wir werden jetzt sehen, dass ein Quantencomputer mit deutlich weniger Orakelanfragen auskommt. Die Technik, die dafür und nicht nur für dieses Problem eingesetzt wird, nennt man Amplitudenverstärkung. Als Beispiel habe ich am unteren Rand eine boolesche Funktion aufgeführt, die unsere Blackbox sein soll. Der zu ermittelnde Wert ist also 1,0. Wir haben es mit einer zweistelligen Funktion zu tun und verwenden deshalb ein aus 2 Qubits bestehendes Quantenregister. Zunächst bringen wir das Register mittels einer Initialisierung auf Ket 0 und einer globalen Hadamard-Transformation in einen Zustand, in dem alle Amplituden gleich sind. Für n gleich 2 würde das bedeuten, dass die Amplituden alle den Wert 1,5 haben. Nun wenden wir das Orakel Vf an und jetzt sieht man deutlich, welchen Sinn die Verlagerung in das Vorzeichen hat. Die Amplitude des gesuchten Funktionsargumentes erhält ein anderes Vorzeichen als die übrigen. Sehr deutlich wird an dieser Stelle auch die grundlegende Eigenschaft, die Quantencomputer herkömmlichen Computern voraus haben. Das Orakel wird nur einmal befragt, aber als Ergebnis erhält man bei der richtigen Eingabe nicht nur einen klassischen Funktionswert, sondern einen Zustand, der gleichzeitig Informationen über alle möglichen klassischen Funktionswerte in sich vereinigt. Das alleine würde allerdings noch nichts bringen, weil wir auf diesen Zustand keinen direkten Zugriff haben. Und bei einer Messung hätten nach wie vor alle klassischen Zustände dieselbe Wahrscheinlichkeit. Man braucht eine Art Trick. Und das geht wie folgt. Zunächst berechnet man den Mittelwert der Amplituden. Und dann spiegelt man die Amplituden an diesem Mittelwert. Das Ergebnis ist, dass die Amplitude des entscheidenden Wertes danach 1 ist und alle anderen verschwinden. Wenn wir jetzt messen, bekommen wir als Antwort das, was wir wissen wollen. Leider läuft das für größere Werte nicht ganz so glatt. Hier gehen wir zu 3 Qubits über und spiegeln ebenfalls am Mittelwert. Wenn Sie nachrechnen, werden Sie herausbekommen, dass sich für den gesuchten Wert eine Amplitude von 5 durch 2 mal Wurzel 8 ergibt, was einer Wahrscheinlichkeit von 78% entspricht. Würden wir jetzt messen, so wäre der richtige Wert zwar deutlich wahrscheinlicher als die anderen 7, aber so toll wie das Resultat von der letzten Folie ist das nicht. Kann man das noch verbessern? Kann man. Wir machen das einfach alles nochmal. Zuerst befragen wir das Orakel erneut. Das führt erneut zu einem Vorzeichenwechsel. Dann wenden wir den Mittelwerttrick erneut an. Diesmal liefert er uns eine Amplitude, die einer Wahrscheinlichkeit von 94% entsprechen würde. Immer noch keine 100%, aber deutlich besser. Man kann aber nun nicht einfach weitermachen und hoffen, dass man den 100% immer näher kommt. Erstens würde das unser eigentliches Ziel, das Orakel möglichst selten zu befragen, konterkarieren und zweitens würde es gar nicht funktionieren, weil, wie man hier sieht, im nächsten Schritt aus einer Amplitudenverstärkung eine Amplitudenabschwächung wird. Wir sind jedoch zumindest so weit, dass wir die Grundidee hinter der unstrukturierten Quantensuche festhalten können. Wir fangen mit einer gleichverteilten Überlagerung aller klassischen Zustände an. Dann befragen wir das Orakel und im Anschluss verstärken wir die Amplitude des gesuchten Wertes durch Spiegelung aller Amplituden an ihrem Mittelwert. Und das machen wir gegebenenfalls mehrfach, bis wir eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit erreicht haben. Dann messen wir. Den entscheidenden Teil des Verfahrens, den wir bei Bedarf wiederholen, nennt man Grover-Iteration, nach dem indisch-amerikanischen Informatiker Love Grover, der diese Idee hatte. Klar ist natürlich, dass es sich um einen probabilistischen Algorithmus handelt, also um einen, der mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch eine falsche Antwort gibt.
Falls Ihnen das suspekt vorkommt, so etwas wird täglich millionenfach gemacht. Das bekannteste Beispiel ist wohl der Miller-Rabin-Primzahl-Test, über den es diverse Videos von mir gibt. Zwei Fragen sind allerdings noch offen. Erstens, wie realisieren wir die Spiegelung am Mittelwert in einem Quantencomputer? Zweitens, wie finden wir heraus, wann wir aufhören sollten? Wie oft muss die Grover-Iteration wiederholt werden, damit die Wahrscheinlichkeit einen möglichst hohen Wert erreicht hat und sich nicht schon wieder im Sinkflug befindet? Die erste Frage lässt sich vergleichsweise leicht beantworten und darum fangen wir mit der an. Mathematisch ist es kein Problem, das arithmetische Mittel von ein paar Zahlen auszurechnen. Man addiert sie und dividiert durch die Anzahl. Und auch die Spiegelung ist ein Kinderspiel. Man addiert zu jeder Zahl das Doppelte dessen hinzu, was sozusagen am Mittelwert noch fehlt. Um das auf einem Quantencomputer umzusetzen, müssen wir das allerdings als unitäre Transformation ausdrücken können. Es ist zumindest ganz easy, den gesamten Prozess in einer linearen Abbildung zu verpacken, wie man hier sieht. Links haben wir eine Matrix, deren Einträge alle identisch sind, rechts die Einheitsmatrix. Halten Sie ruhig kurz das Video an, um sich davon zu überzeugen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Zusammengefasst, in einer Matrix sieht es so aus. Ist diese Matrix unitär? Ist sie. Man kann sie bekommen, indem man eine offensichtlich unitäre Matrix von links und rechts mit der sehr vielseitigen Hadamard-Matrix multipliziert. Genauer, mit der Hadamard-Matrix für n Qubits, die man durch das entsprechende Kronecker-Produkt erhält. Auch hier sollten Sie gegebenenfalls nachrechnen und mir das nicht einfach glauben. Kommt Ihnen die Matrix in der Mitte, die fast eine Einheitsmatrix ist, bekannt vor? Das ist die Matrix für ein Vorzeichen-Orakel, und zwar für das, das zu der boolschen Funktion gehört, die nur für den Nullvektor den Wert 1 ausspuckt. Damit haben wir die Spiegelung am Mittelwert insgesamt nicht nur als unitäre Transformation dargestellt, sondern wissen auch gleich, dass wir das alles technisch mit einfachen Gattern realisieren können. Für n gleich 3 sieht es als Schaltung so aus wie auf dieser Folie. Ganz links erzeugen wir initial die gleichverteilte Überlagerung, dann wird zweimal die Grover-Iteration durchlaufen, am Ende wird gemessen. Da wir inzwischen schon ein paar Schaltkreise gesehen haben, ist es vielleicht ganz sinnvoll, noch einmal auf diese Folie aus dem ersten Video zurückzukommen, auf der es um die Interaktion zwischen der CPU und ihren Helferlein ging. Die CPU delegiert Aufgaben an die GPU oder die QPU, wenn diese Bausteine etwas besser erledigen können als sie selbst. Besser heißt dabei eigentlich immer schneller. Das Delegieren selbst kostet jedoch Zeit, die man in Rechnung stellen muss. Zunächst müssen Daten zwischen den verschiedenen Chips ausgetauscht werden, was je nach Datenmenge aufwendig sein kann. Ein anderer Faktor ist aber ebenfalls relevant. Wenn man der GPU einen Auftrag schickt, dann gehört dazu ja auch Code, wie man an der Grafik sieht. Dieser Code muss in der Regel erst kompiliert werden, bevor er auf der GPU ausgeführt werden kann. Und wie ist das bei der QPU? Da muss das Programm, das die QPU ausführen soll, auch übersetzt werden. Aber es muss in diesem Fall sogar in eine Schaltung übersetzt werden. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen, dass aus dem Programmablaufplan, der in irgendeiner speziellen Sprache geschrieben ist, ein Schaltplan wird, der dann in der QPU physikalisch realisiert wird. Es müssen wirklich die für die Berechnung benötigten Quanten arrangiert und dann zum Beispiel mit Laserpulsen manipuliert werden. Man könnte fast sagen, dass die Hardware für die jeweilige Aufgabe maßgefertigt wird. Das ist eine ganz andere Sorte Aufwand als das Ausführen von Code auf fertigen Chips und lohnt sich natürlich erst, wenn der Zeitgewinn durch die eigentliche Berechnung entsprechend groß ist. Okay, zurück zu Grover. Realisiert haben wir den Algorithmus im Prinzip, aber wir wissen noch nicht, wie groß die Schaltkreise werden müssen, das heißt, wie oft wir die Iteration wiederholen sollten, um auf eine akzeptable Wahrscheinlichkeit zu kommen. Ich habe hier für den Fall n gleich 3, den wir uns bereits angeschaut haben, die ersten drei Wahrscheinlichkeiten aufgetragen, 78%, 94% und dann 33%, jeweils gerundet. Vertikal sind die Wahrscheinlichkeiten aufgetragen, horizontal läuft die Anzahl der Iterationen. Wenn man weitermacht, ergibt sich dieses Bild. Der nächste Wert liegt bei kaum mehr als 0%, aber kurz danach erreichen wir fast 100%. Es geht auf und ab. Können Sie ein Muster erkennen? Zum Vergleich die Daten für n gleich 4, da sieht man es noch besser. Das sieht sehr nach einer periodischen Schwingung aus. Wenn man die festnageln könnte, dann hätte man ein Werkzeug, um die optimale Anzahl von Iterationen zu ermitteln. Und man kann. Es gibt eine sehr schöne und vergleichsweise einfache geometrische Erklärung für das Verhalten der Wahrscheinlichkeiten. Ich werde die nicht in allen Details durchgehen, aber versuchen, genügend Informationen für die fortgeschrittenen Zuschauerinnen und Zuschauer bereitzustellen, damit die sich den Rest selbst zusammenreimen können. Wer weniger versiert ist, wird auf der nächsten Folie für seine Geduld mit ein bisschen Animation belohnt.
Wir verwenden bitte das Beispiel n gleich 3 und nennen den Zustandsvektor für die richtige Lösung ketx'. Den gleichverteilten Anfangszustand nach der ersten Hadamard-Transformation nennen wir ketv. Wenn wir in ketv die 1 von ketx' weglassen und dann wieder normieren, erhalten wir den Vektor, der hier ketv' heißt. Bis auf die Vorfaktoren ist das die Differenz von ketv und ketx'. Alles spielt sich in c hoch 8 ab. Oder eigentlich sogar in R hoch 8, weil in diesem Algorithmus nur reelle Amplituden vorkommen. In diesem achtdimensionalen Raum spannen ketx' und ketv eine Ebene P auf. Und ketx' und ketv' spannen dieselbe Ebene P auf, weil ketv' eine Linearkombination der anderen beiden Vektoren ist. Ketx' und ketv' bilden sogar eine Orthonormalbasis dieser Ebene, wie man leicht sieht. Die Matrix für das Orakel VF lässt sich in der Form darstellen, die wir hier sehen. Rechnen Sie nach. Und lassen sich dabei nicht durch die Bra-Schreibweise für den letzten Faktor verwirren. In diesem Zusammenhang ist damit einfach der transponierte Vektor gemeint. Hinter der 2 steht also das sogenannte dyadische Produkt von ketx' mit sich selbst. Und die Matrix U, die die Spiegelung am Mittelwert realisiert, lässt sich mit Hilfe des Vektors ketv bis auf das Vorzeichen ebenso darstellen. Haben Sie diesen Matrix-Typ schon mal gesehen? Das sind beide sogenannte Householder-Transformationen, die geometrisch jeweils eine Spiegelung an einer Hyperebene bewirken. Und da die normalen Vektoren der beiden Hyperebenen in P liegen und der Startwert ketv nach Konstruktion auch, sind alle weiteren Vektoren, die durch die Grover-Iteration generiert werden, auch Elemente von P. Das ursprünglich achtdimensionale Geschehen lässt sich also bequem in einer zweidimensionalen Ebene darstellen. Schließlich ist eine Kombination zweier Spiegelungen immer eine Drehung. Ich hatte vor zwei Folgen schon einmal auf mein Video über Drehungen hingewiesen. Da wird erklärt, warum das so ist. Die Quintessenz dieser Folie ist jedenfalls, dass wir jede Grover-Iteration als Drehung des aktuellen Zustandsvektors in einer Ebene interpretieren können. Und das schauen wir uns jetzt mit den konkreten Werten von der letzten Folie an. Der Startwert ketv zeigt mehr oder weniger in Richtung der ketv'-Achse, weil die Richtungen der beiden Vektoren sich ja nur in einer Komponente unterscheiden. Zur Erinnerung, der vertikal nach oben zeigende Vektor ketx' ist das Ziel, das wir finden wollen. Und eine Grover-Iteration dreht den Zustand auf die ketx'-Achse zu. Nach der nächsten Iteration sind wir bereits über das Ziel hinausgeschossen, aber dichter an ihm dran als der vorherige Zustand. Im dritten Schritt entfernen wir uns von der vertikalen Achse und sind nun fast wieder so weit weg vom Ziel wie am Anfang. Aber auf jeden Fall sollte klar geworden sein, woher die Kurven kommen, die wir vorhin gesehen haben. Die sind ein Abbild der Kreisbewegung, die wir gerade beobachteten. Mit relativ geringem Aufwand kann man mit den Angaben der vorletzten Folie nun die Wahrscheinlichkeit für das Messen des richtigen Wertes nach k Iterationen berechnen. Sie steht hier. Das ist die Funktion, deren Graphen wir vorhin sahen. Wenn Sie Mathe studieren, dann überlasse ich Ihnen die Herleitung dieser Formel als Hausaufgabe. Für den Algorithmus ist die Frage entscheidend, wann man nahe an 100% ist. Das ist zum ersten Mal der Fall, wenn das Argument für den Sinus nahe bei Pi halbe ist. Diese Gleichung muss man nach k auflösen. Dabei kann man für große n den a-Cosinus weglassen, denn 1 durch Wurzel n wird dann sehr klein und in diesem Bereich stimmen Sinus x und x bekanntlich nahezu überein. Die Gleichung vereinfacht sich dadurch dahingehend, dass wir die ganze Zahl k suchen, die am dichtesten an Pi mal Wurzel n durch 4 liegt. Das ist die gesuchte Anzahl der Iterationen, die nur von n und nicht von der Lösung abhängt. Nebenbei ist hoffentlich anschaulich klar, dass bei größer werdendem n bei richtiger Wahl von k die Wahrscheinlichkeit dem optimalen Wert von 100% immer näher kommt, weil der Drehwinkel immer kleiner wird. Wir können also festhalten, dass der Grover-Algorithmus die Laufzeit der unstrukturierten Suche gegenüber dem klassischen Verfahren quadratisch verbessert. Während man auf einem herkömmlichen Computer O von n Zugriffe auf das Orakel braucht, kommt man auf einem Quantencomputer mit O von Wurzel n Zugriffen aus und wird für genügend große Probleme mit sehr großer Sicherheit das richtige Ergebnis finden. Das könnte also bedeuten, dass Sie die Anzahl der Zugriffe von einer Million auf wenige Tausend reduzieren. Das wäre schon eine enorme Ersparnis. Damit haben wir unseren ersten richtigen Algorithmus gesehen, der einen Bereich demonstriert, in dem Quantencomputer unseren heutigen Rechnern überlegen sind. Sie fragen sich aber vielleicht, wozu man so etwas gebrauchen kann. Dazu gibt es auf dieser Folie ein paar knapp zusammengefasste Antworten. Zunächst sei darauf hingewiesen, dass es Varianten von Grovers Algorithmus gibt, die anwendbar sind, wenn es mehr als nur eine Lösung gibt.
Das gilt sowohl für den Fall, dass man es mit einer bekannten festen Zahl von Lösungen zu tun hat, als auch für den, dass die Anzahl der Lösungen unbekannt ist. Alle Varianten haben im Prinzip die gleiche Laufzeitkomplexität. Solche unstrukturierten Suchvorgänge hängen auf eine bestimmte Art mit NP-vollständigen Problemen zusammen. Die lassen sich dadurch charakterisieren, dass es schwer ist, eine Lösung zu finden, dass es aber vergleichsweise einfach ist, einen Lösungsvorschlag zu überprüfen. Das ist genau der Job, den ein Orakel übernehmen kann. Exemplarisch zeige ich eine einfache Instanz des sogenannten Knotenüberdeckungsproblems aus der Graphentheorie. Das ist eines der 21 klassischen NP-vollständigen Probleme. Es geht darum, eine Menge von Knoten zu finden, die die Eigenschaft hat, dass jede Kante des Graphen mit einem der Knoten aus dieser Menge inzidiert. Diese vier Knoten wären ein Beispiel. Die Optimierungsvariante des Problems sucht nach einer möglichst kleinen Knotenmenge, die die Bedingung erfüllt. Die Entscheidungsvariante fragt zu einer vorgegebenen Zahl d, ob es eine entsprechende Knotenmenge gibt, die aus nicht mehr als d Knoten besteht. Ein Orakel für die Entscheidungsvariante könnte bei n Knoten eine Folge von n Nullen und Einsen bekommen, die dafür stehen, welche Knoten ausgewählt wurden. Das Orakel antwortet dann und nur dann mit Ja, wenn die Knoten alle Kanten überdecken und wenn es nicht zu viele sind. Wenn Sie die durch dieses Orakel determinierte unstrukturierte Suche effizient implementieren können, dann haben Sie ein NP-vollständiges Problem effizient gelöst. Das wäre eine Sensation. Grovers Algorithmus löst diese Aufgabe besser, als ein normaler Computer sie lösen könnte, aber das ist leider noch nicht gut genug. Wenn Sie im Knotenüberdeckungsproblem alle Möglichkeiten durchprobieren wollen, dann sind das 2 hoch n. Das ist das berüchtigte exponentielle Wachstum, mit dem man typischerweise bei NP-vollständigen Problemen konfrontiert ist. Die Quadratwurzel davon ist deutlich weniger, aber selbst dann hätte man es immer noch mit exponentiellem Wachstum zu tun. Und die schlechte Nachricht ist, dass man die Laufzeitkomplexität, die Grovers Algorithmus erreicht, nicht mehr signifikant verbessern kann. Man kann mathematisch beweisen, dass unstrukturierte Suche auf einem Quantencomputer nicht wesentlich schneller als O von Wurzel n sein kann. Den Beweis bleibe ich Ihnen an dieser Stelle schuldig, aber am Ende der Serie wird es Hinweise auf Bücher geben, in denen Sie ihn finden können. Die Konsequenz daraus ist jedenfalls, dass trotz der durch manche Algorithmen demonstrierten Quantenüberlegenheit die meisten Experten nicht davon ausgehen, dass Quantencomputer NP-vollständige Probleme effizient lösen können. Zumindest dann nicht, wenn, auch das sieht die Mehrheit so, P und NP nicht identisch sind. Grob vereinfacht läuft die Argumentation so, dass NP-vollständige Probleme deshalb so schwer sind, weil ihre Lösungsräume nicht genügend Struktur haben, die ein schneller Algorithmus ausnützen könnte. Das würde bedeuten, dass man nicht erwarten kann, wesentlich bessere Ergebnisse als mit unstrukturierter Suche zu erhalten. Und für die sind, wie gesagt, die Grenzen dessen, was Quantencomputer leisten können, schon bekannt und bewiesen. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht enttäuscht vom Versagen der angeblich so vielversprechenden Quantentechnologie angesichts des größten Problems der Informatik. Es gibt trotzdem noch viel zu entdecken. Im nächsten Video werden wir sehen, wie man mit Quantencomputern Codes knacken kann, an denen alle herkömmlichen Computer bisher scheitern.